Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem lustigen Momente-Video von Goat Simulator 3. Wie sich herausstellt, sind Tische sehr selbstständig. Jo, ich bin hier mit einem Riesenschwein, also einmal vergrößert, mehr geht nicht. Mit einem kleinen, einmal verkleinerten Van hier. Und okay, ja, es sieht sehr lustig aus. Und genau, Zeitblume brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, ich habe es noch hierhin geschafft, weil ich möchte ja den Kraken auslösen, wo ich im letzten Part nicht gewusst habe, wie. Und ja, das machen wir natürlich am besten mit einem kleinen Van, nicht einem riesengroßen Van. So, wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne mitmachen, wenn ihr das Spiel habt. Oder einfach auch Tipps oder irgendwelche Sachen sagen. Mach das und mach das, dann mache ich es gerne in einem Video. Und jo, jetzt machen wir das mal. Wenn das geht, geht nicht. Mit dem Van geht's nicht. Hallo! Zu klein. Was ist das? Ah, okay. Beim Aussteigen geht's. Sehr gut, aber dafür müssen wir. Na, der ist kaputt. Genau, okay. Was ist mit meinem Bein los? Mein Bein hängt fest. Hopp. Okay, hat sich befreit. Okay, ich brauche ein Auto. Ich brauche etwas Cooles, ein schnelles Auto oder so. Was ist denn mit meinem Bein los? Hallo. Ich bin ein dicker Schwein. Hier, das ist der Schwein-Simulator, nicht der Goat-Simulator. Genau, das Auto ist ziemlich schnell. Aua, ich wollte doch nur einsteigen. So. Also, was machen wir? Wir machen mal hier eine Chance. Oh, ich hoffe, dass das nicht kaputt geht. Das Auto. Ja, okay. What the fuck? Wie das aussah. Shit. Hier drin ist doch... Hä, wo sind wir? Wir sind ja mega weit weg. Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. So, also ich wollte ein paar Sachen heute erreichen. Eins habe ich schon mal erreicht. Nein, zwei sogar. Weg damit. Kein Recycling heute. Erst morgen. Boah. Geile Sachen sind möglich mit einem Riesenschwein. Wo war das jetzt? Hä? War das weiter vorne? Nein, wir sind, glaube ich, ein bisschen zu weit vorne. Jetzt finde ich es nicht mehr. Dieses Loch da, dieses... Wo das Grün unten war. War das irgendwo hier? Oder dort drüben? Da drüben war es? Nee. Davon sind wir gekommen. Ich dachte, man konnte hier irgendwo runtergehen. Wo ist es? Mit welcher Taste? Ah, genau, mit der Taste. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Ah, ist es auf dieser Seite? Nee, kann ja auch nicht sein. Ah ja, wenn man hier so abgeht, oder? Wird man so sehr schnell. Ich weiß nicht, ob ich das nur machen kann, wenn ich größer bin. Oder? Aber. Oh, ich komme da nicht mehr rein. Jetzt finde ich das nicht mehr. Es ist doch hier größer. Hä? Ich dachte, man kann irgendwo runter so eine tiefere Ebene gehen. Okay. Weiß ich nicht mehr genau. In den Donutschak können wir mal kurz gehen. Na, an den Strand wollte ich schon im letzten Part. So, guten Tag. Ich möchte gerne. Warte kurz. Ich möchte gerne für das vom Sommer-Update ein paar Sachen finden und kaufen. Mal schauen, ob wir das finden. Und zwar. Was ist das? Bananenhut. Okay. Sieht nicht so nach Sommersachen aus. Dover-Kids. Oh. Ob die auch Features haben? Möchte, Beanie. Okay. Baseball-Cap. Fedegewicht. Ich möchte Features haben, also wirkliche Sachen machen können damit. Wie zum Beispiel hier ein Feuerwerkswerfer. Ja, komm, den nehmen wir. So, und hier oben, ja, setze ich einfach mal wieder die Ohren auf, damit wir das finden.
Und jo, komm, nehmen wir die Regenschuhe, wenn es schon ein Schweinchen ist. Die Farbe nehme ich dieses Mal weiß, weil Schnee, oder? Und Hasefarbe. So. Genau. Also du kriegst mal ein Feuerwerk über. Wie die schreit doch. Also die Ohren, die schreien. Auf die Rakete, ja! Boom! Genau, boom! Wir gehen selbstständig da drauf, okay. Und ins Museum wollte ich auch noch. Und gehen wir kurz zuerst ins Museum. Dankeschön. Oh, schön, ein Herzchen ist noch drin. Wow, können wir das kaputt machen? Hm, fliegt durch. Ja, fliegt einfach durch, können wir nicht. Okay, es sind auch andere Explosionen scheinbar. Kannst du mal auf. Kannst du mal die Fräse heilen? Oder? Oh, Gutstätte. Sehr schön. Können wir das zum Drehen bringen? Das kann doch irgendwie. Ja, man kann es zum Drehen bringen, aber wir hängen ein bisschen fest. Bin nicht so gut. Okay, durch die Wand geglitscht. Ja, du Schrei heißt du. Muss ich immer nur die ganze Zeit anzeigen. Au, hat sich das schnell gedreht. Boah. Voll diese Fettwanst am Boden. Ey. Ui, schön. Die ganze Zeit durch den Boden. So, haben wir hier etwas. Da unten haben wir einen Schwimmring. Cool. So, noch eine Statue. Schön, schön. Ah, jetzt dachte ich, ich hätte nur so wenig Statuen, aber nein. Ich habe ja nur in diesem Gebiet diese 5 Statuen. Was das war. Okay. Wir tun ein paar Sandburgen kaputt machen. Das auch kaputt machen. Sandbogen kaputt machen. Dann müssen wir sowieso nochmals kurz Feuerwerk machen, wegen diesem Küstenwache Problem hier, hä? Okay. Geht halt nicht so gut, wenn alles durchgeht. Oder daneben einfach geht. Yeah, wir haben ihn getroffen und... Oh, er fliegt davon. Lol. der ist weg. Der auch dort. Nein, dadurch. Dahin. Was? Press Alt F4? Okay, wir pressen mal Alt F4. Oh nein, mein Spiel ist abgestürzt. Nein. Oh. Feuerwerk am Strand. Hui. Oh, da ist nochmal so eine Sandburg. Cool. Und da ist auch noch eine Sandburg. Geil. Da ist auch noch eine Sandburg. Geil! Okay. Juhu! Was ist mit dem jetzt? Hä? Wieso ist das so groß? Lol. Ist einfach ein random Mensch groß. So geil! Auf Bäumen am Strand. So geil! Jo, was könnten wir noch machen hier am Strand? Das ist gar nicht so genau. Ja, genau. Das Schwein ist nicht einfach nur mega schwer. Nein, das Wasser kann uns wegwerfen. Ich muss hier irgendwas machen, aber was muss ich machen? Ich muss irgendwie Sand holen, gell? Irgendwas muss ich mit Sand machen. Muss ich hier nochmal seine Taste drücken? Nein, gar nicht. Ah, vielleicht einen Eimer irgendwo herholen, stimmt. Leute, der große Mensch. Wo ist ein Eimer? Hier ist ein Eimer. Ich will nur etwas einsammeln. Das kann ich gar nicht machen. Ich bin zu groß. Oh, machen wir das mal nur anders mal. Ich will jetzt mich nicht zu viel aufhalten. Ich habe noch ein paar Vorsätze für dieses Video. Gehen wir mal wieder nach oben. Hier haben wir noch ein paar Sachen nicht angeschaut.
wir müssen zuerst mal dieses Ei suchen. In die Richtung, okay. Und dann wahrscheinlich wieder auf einem Dach. Die ist irgendwie malen. Ah, das ist wahrscheinlich, wer am meisten anmalen kann. Seine Farbe am meisten verbringen. Wahrscheinlich hier oben drüben. Und nochmals in die Richtung. Da ist auch ein großer Mensch. Hä? Ist das irgendwo hier drin? Was machen denn die? Machen die hier so eine Selbsthilfegruppe? Ja, scheinbar nur. Hat ihnen nichts genützt. Ist hier irgendwas rein? Ah, das ist ein, okay. Oh, ich habe etwas. Was habe ich bekommen? Hä? Eier knacken. Ah, da ist es. Ziege mit Reißverschluss. Geil. Müssen wir da unbedingt machen. Hä? Was sind wir? Ah, oh, wir sind durch die Wand. Was sind wir? Einfach eine Keule. Einfach ein Hinterteil. Ein Fußteil. So. Also schneller vorwärts. Irgendwo hier muss es sein. Da unten? Kann das sein? Das ist okay. Nö. Was ist das? Hä? Was ist das? Lol, das ist einfach so ein wo man Schleim festhalten kann. Okay, nochmal ein Osterei, hä? Ich wollte eigentlich in jedem Part ein Osterei machen, aber ich habe im letzten Part das, glaube ich, gar nicht geschafft. Jetzt müssen wir zwei machen, auf jeden Fall. Zwei müssen wir in diesem Part machen. Okay, in die Richtung. Ah, hier ist das, was runtergeht. Okay, ein bisschen weiter oben war das. Jetzt habe ich sie gefunden. So, wenn man durchkommen will darüber. Ja, also dann laufe ich halt die Treppe hoch. Hier drinnen? Unten, hä? Ah, da. Kaputt machen. Ja, sehr gut. Also, kaputt machen. Komm schon. Ey, und was ist das denn? Ist das eine Taucher-Ding? Brille? Okay. Geschafft. Wir sind halt so groß. Viel zu groß. Ein Spieler! Trampolin. So, was haben wir jetzt gefunden? Schildkrötenschild! Endlich bin ich eine Schildkrötensau! Oh, geil! Ich hab noch Ohren. Schildkrötenfüße. Das ist aber etwas Geiles. Kann auch damit etwas machen, scheinbar nicht. Sorry. Ich kann fliegen. Ich bin die Schildkröte. Ich bin Turtles in Time. Ich habe mich einfach in die Zukunft teleportiert. In der Zukunft ist alles lustiger scheinbar. Also, ich möchte gerne noch die anderen Sachen holen. Also die Ohren möchte ich haben. Wo habe ich denn die anderen Sachen? Was ist das? Sattelschlitt. Eier knackt, okay. Füße. Ja, auch die, oder? Lassen wir die. Aber was haben wir noch? Geteilte Ziege, irgendwie, also Reißverschluss. Ziege. Das müsste irgendwo unten sein oder so. Und sind sie kurz eine Ziege werden zuerst. Vielleicht finden wir es dann. Ziege. Safari Over. Ah, Ziege mit Reißverschluss. Sehr gut. Hä? Ich hab's doch ausgerüstet. Okay. Aha. Und jetzt? Wieso zeigt's das immer nur kurz an? Wieder ein großer Mensch. Ich brauch dich. Komm schon. Wieso kann ich dich nicht irgendwie aufnehmen? Aua. Hä, was steht denn wegen Eier irgendwas? Aber nur Eier. Eierbehälter. Also machen wir mal. Komm. Richtung Seite. So geil. Tschüss. Ja, da fällt man noch da. Ja,
Phil. Sprinkelt. Nein. Wir werden wieder weiß. So. Weil aus der dunklen Ziege kommt eine weiße Ziege. Hui. Was ist mit der Zunge manchmal los? Also, was haben wir hier noch? Ein Grill. Können wir den kaputt machen? Wir können uns kaputt machen. Geil. Sehr schön gemacht. Haben wir hier irgendwo noch etwas? Ja. Oh ja. Das haben wir. Oh Gott. Machen. Das ist doch nichts für mich. Komm nochmal. Yes. Schön. Du hast Ziege gemacht. Das ist ja besonders viel Spaß. Ach, geil. Nochmal so ein großer Mensch. Komm mal mit. Oh, ja. Es wird nicht Gitarre gespielt. Hört sich damit. Hallo, lebst du noch? Nur weil du klein bist, groß bist, bist du nicht hier bewusstlos. Ah, geil. Boah. Das ist ja manchmal so fatal. Okay. Wow. Das ist ja heftigst. Was denn hinten ist was? Wie kommt man rein? Kommt man hier rein? Nach durchglitschen hier. Hui. Ach komm schon. Ich glaube, ich muss zum Fisch werden. Macht nie. Macht nie etwas groß und werdet zum Fisch. Das ist gefährlich. Ja, wie komme ich jetzt wieder raus, bitte? Da? Ja. Ich möchte aber noch raus. Hallo, ich möchte raus hier. Und sich festglitscht. Und einfach unter der Map glitscht. Okay, jetzt fahren wir runter. Kommen wir oben wieder raus, bitte. Ja, unsere Körper, damit wir größer sind. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich stecke wieder fest. Ich wollte doch diese Goldstatue haben. Also. Lol. Also, liebe Game-Experten, wie kommt man unter der Welt wieder raus? Außer mit dem Teleportieren natürlich. Das wollte ich jetzt noch nicht mal. Kommen wir irgendwo am Strand? Wo ist der Strand? Warte kurz. Ich mache kurz einen Screenshot. Warte kurz noch. Umplatzieren. So. Ja, ja. Screenshot. Oh ja, sehr guter Screenshot. Wunderbar. Speichern. Ort. Was ist es für eins? 6. So, ich hoffe nicht Part 6. Wunderbar. Dankeschön für die Geduld, liebe Zuschauer. Ist manchmal aber auch ein bisschen spannend, oder? Wenn man einen Screenshot gerade machen kann. Und zuschauen kann. Kann das zuschauen. Da unten ist irgendwas noch verglitscht. Also da haben die Entwickler etwas unter der Welt nicht. Und das ist der Hai. Der Wal oder so. Ja, das ist der Wal. Wie geil. Das ist einfach der Wal. Wir sehen es einfach unter der Map. So, ich kann nichts mehr machen. Also so verbangen, dass ich einfach noch den Kopf. Jo, ich muss wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich hier runter wieder. Wo haben wir da? So. Gibt es irgendwelche Extra-Missionen? Wie groß sind wir jetzt? Hä? Wieso sind wir jetzt so groß? Okay. Mama, ich habe ein Problem. Ich bin zu krass. Und zu ungestüm. Wollten wir nicht hier aufs Dach? Hier ist nichts. Ist das ein IKEA-Haus? In die Richtung müssten wir noch gehen. Aber wir machen so langsam dieses Quagging weg, weil ich jetzt in diesem Part auch nicht mehr brauche. Immer schön weiß bleiben. Ja, okay, grau-weiß.
Oh, eine Goldstute. Eine Stutue. Eine Stute. Yeah. What the fuck? Ich bin am Pool. Im Pool. Unter dem Pool. Ich bin verpackt. Verpackt. Ich bin gern verpackt. Verpackt. Ich bleib jetzt hier verpackt. Okay, doch nicht. Ich dachte schon, ich müsste wieder neu spawnen, oder? Okay, was haben wir sonst noch? Irgendwas haben wir sicher noch hier in der Nähe. Ich wollte aber etwas noch in der Stadt machen. Nur ich sehe nur meinen Arsch. Haben wir hier irgendwo noch ein paar Verstecke? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, ob wir noch etwas hier haben. Naja, im Livestream müssen wir mal alle von diesen Kisten hier zurückbringen. Das sind ungefähr 50 Stück. Das ist ein bisschen zu viel für einen Part. Lustige Dinge, weil es auch nicht lustig ist. Da oben ist jemand. Ich sehe ja gern meinen Arsch. Mein Arsch. Darf ich das haben? Nein, nicht ins Haus glitschen. Hallo, lass mich jetzt in Ruhe spielen. Du bist böse. Du bist viel zu viel verpackt. Dann gehe ich mal mit dieser Satellitenschüssel mal irgendwo weiter weg. Wenn es gehen würde. Das kann man doch rein, oder? Hm. Scheinbar so groß nicht. Hui. Oh, geil. Darf ich einen Hamburger? Ich hätte gern einen Hamburger. Och, Mano. Oh. Ach, so einen Salat. Als große Giraffe ist das natürlich sehr viel schwieriger. Ist sie nicht die alte große? Nein, hier ist ein Bunker, glaube ich, oder so. Oh, können wir in den Bunker rein? Schweden baut auf. Ende der Welt. Ja. Ja, und wie? Wie können wir das öffnen? Können wir da nicht rein in dieses... Ich bin zu groß. Ich muss mal etwas anders werden. Komm, der kleine Fisch wieder. Kann ich nicht hier rein? Better prepared and share. Okay. Ich möchte rein, nicht rüber. Kann ich bitte rein? Hä? Was muss man hier machen? Ist ja immer cool, wenn man etwas sieht, aber man muss ja auch irgendwie sehen, was man machen kann. Ja, es hat auch ein Rätselspiel. Kann ich jetzt nicht hier rein? Wieso nicht? Was Fisch nicht? Was ist, wenn ich jetzt wieder eine Ziege wäre? Ich habe wieder viel zu groß. Was muss ich hier machen? Irgendwas reinwerfen? Ich muss irgendwas reinwerfen wegen Share. Was hätten wir? Was sind das für Nancy-Kleider? Was ist das Kopf meistens? Hm. Ich glaube, das ist irgendwas zum Werfen, aber das ist wahrscheinlich Laser. Das ist irgendein Laser. Warte, man muss irgendwas reintun. Zum Beispiel das hier. Das. So. Passiert nichts. Ein Stuhl. Hä? Hat's hier irgendwas? Was ist das? Das ist Milch. Nein, nicht der Tisch. Milch. Ah, ich bin zu groß. Manche Sachen gehen nicht, wenn man zu groß ist. Vielleicht die Löwenzahne? Geht die überhaupt rein? Ah, Müll muss man reintun, yay. Also glitschen wir uns hier durch ein bisschen. Och, geil. Sind das Dosen? Ja. Willst du eine Dose? Hm?
meine Dose. Also komm mit. Wenn du so blöd bist und die Dose nicht willst. Ja. Oh, das ist ein Kollege und Klopapier. Ich hätte gerne Klopapier auf meinen Beinen. Ich hätte gerne Schuhe, aber es wurden nur Klopapierrollen. Papier. Ah ja, genau. Ich bin ja der Profi hier. Die Marianne. Die Marie und die Anna ist hier. Deshalb habe ich jetzt so eine Pflanze. Hallo, darf ich eine Pflanze? Bitte, ich möchte die Pflanze haben. Immer diese Trögen. Die funktionieren irgendwie nicht. Weg damit. Ich brauche die Pflanze. Hey, ich brauche nur die Pflanze. Pflanze Kopfstoß. Jetzt. Ich habe eine Pflanze. Ich bin so cool. So, und dafür machen wir hier auch noch auf Gold. Hallo. Okay, jetzt passiert etwas. LOL! Okay. Schön, wir haben ein Auto freigespielt. Ein schönes Auto. Ganz, ganz nett. Ein nettes, schönes Auto. Die Kletterziege. Und wo ist das Garagentor? Wir erreichen es bald. Keine Angst. Da. So, geil. Geil. Ist hier irgendwas noch im Tor drin? Okay. Kann ich nichts drücken. Jo. Ziemlich cool zum Fahren. Ist auch nicht ganz so langsam. Aua. Geil. Geil. Oh geil. Das macht Spaß. Was hätten wir hier noch? Ein Anwesen. Oh, goldene Autos. Ja, von hier kommen die goldenen Autos. Ein, zwei Part haben wir das erreicht. Jo, hier machen wir dann den nächsten Part weiter. Hier gibt es sicher etwas zu holen. Irgendwo ist sicher eine Mission. Und ja, machen wir noch ein paar Weinreben kaputt. Genau. Jo, schau noch kurz auf die Stadtrunde. Ziemlich cool gemacht. Oh. Macht Freude. Sieht das aus. Da oben ist noch ein Turm. Okay, wir gehen kurz zum Turm noch hoch. Das mache ich noch. Aber nur mit lustigen Sachen. Zum Beispiel hier nochmals schießen. Bisschen herumballern. Okay. Ein Fahrrad. Komm. Gehen wir aufs Fahrrad. Ja. Balancieren, ja. Ich kann nicht balancieren, das ist viel zu sensibel. Also gehen wir halt ohne Fahrrad hoch. Mit dem Schleim auch ganz hoch. Nein, nicht so. Nicht kaputt mal. Dumm, dumm. Komm, noch mehr. Höher bouncen. Wieso gehen andere besser zum Bouncen? Oh. Schleim ist doof. Schleim ist noch weniger bouncyhaft. Oh nein, nicht runterfahren. Ich wollte kurz oben bleiben. Bitte. Nur weil wir aus Schleim sind. Ist doch doof. Ah, da oben ist auch noch ein Item. Cool, wie viele Items es gibt. Was ist das? Ein Backpack oder so. Ah, falsch. Gleitschirm. Ah, hier ist der Gleitschirm. Cool. Also dann habe ich noch etwas vor. Noch etwas extra. So, aber zuerst synchronisieren. Cool. Ach, Ziegen, ja, Ziegen-Simulator 3 macht so viel Spaß. Immer schön mit Zunge draußen ein bisschen reden.
Okay. Ich habe im letzten Part, glaube ich, die Kanone benutzt. Wir können die Kanone auch für etwas Tolles benutzen. Da müssen wir noch hin. Ja. Und dort auf die große Statue können wir auch noch gehen. So, ich möchte gerne den Gleitschirm noch benutzen. Aber von ganz oben, denke ich mal. Okay. Und dann fallen wir schön runter oder so. Mal schauen, was passiert, genau. Oder wir machen es noch kurz. Ein bisschen länger. Ein längeren Part ist doch besser, oder? Und so, wir gehen einfach kurz hier runter. Können wir nicht schneller? Ah, wir ja, sammeln wir noch ein paar Punkte. Ja. Okay, aber jetzt reicht's. Wir können es immer wieder aufsammeln. Sogar. Ist irgendwie auf den Bäumen etwas? Hier muss doch irgendwas sein, ich spür's. Also hier ist so ein Baumhaus. Oh, dort drüben. Wir sind ein bisschen zu wenig hoch. Okay, nehmen wir das nächste Mal mit. Und hier ist irgendwo so ein Sprungbrett oder so. Oh nein, wir müssen dort durchfliegen, genau. Also, im Wasser sind wir, glaube ich, schneller. Wir haben so viel zu tun. Ja, ich müsste mal einen Livestream machen, aber... Jo, ich habe jetzt noch viel vor zu Livestreamen, andere Games. Geht halt nicht so gut. Au. Heute kommt noch Last Epoch Livestream, genau. Also, ich muss... Oh je, ein Loch rein, Mann. Jetzt trocknet der ganze Stausee aus. Verdammt. Betoninkontinenz. Muss man da irgendwas machen? Hui. So geile Sachen, Mann. Ah, oh, ich liebe das Spiel. Ich mochte den ersten Teil schon. Leider habe ich den irgendwie verloren. Wahrscheinlich, weil ich einen Epic, also einen, wie hieß Epic früher? Wie sind die immer Epic? Auf jeden Fall habe ich den Account verloren. Weil ich eine E-Mail, also meine E-Mail ist ausgelaufen, musste deaktiviert werden, Inaktivität, genau, deaktivieren wollen. Aber dann kaufe ich es einfach irgendwann mal wieder. Wenn vielleicht die Interesse an Goat Simulator 3 hoch wird. Ja. Dankeschön für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Diesem Bild. Ach, wie schön. Kaputte Stadion. Die Ziegen sind so böse. Eindeutig. Tschüss.